Ich nehme nur ein paar Klamotten für die Kinder und anderes nichts. Was, wenn wir illegal wären, darf man nicht so viel sagen, zu schwer zu tragen. Immer wieder gibt es Proteste, zuletzt im Januar. Das Land wird von mafiösen Clans beherrscht. Laut einem internen Bericht der deutschen Bundespolizei ist die Sicherheitslage instabil. Schießereien sind alltäglich. Das ganze Land, eine Art rechtsfreier Raum. Das musste auch der Journalist Milot Hasmija erfahren. Er wurde im Oktober mit einem Messer im Studio niedergestreckt. Ich kämpfte mit ihm, um ihm das Messer abzunehmen. Er stach mir 5-mal in den Kopf. Ich bin rausgerannt und sprang in ein Taxi. Und wir fuhren sofort zur Notaufnahme. Hasmija hatte Glück. Ein Stich verfehlte nur knapp seinen Halswirbel. Dem Täter hatte ein Beitrag nicht gefallen. Das vergangene Jahr war für die kosovarischen Journalisten besonders gefährlich. Wir hatten ungefähr 35 Angriffe auf Journalisten. Und die meisten Fälle kamen nicht einmal vor Gericht. Ich glaube, nur 2 davon landeten vor Gericht. Auch 15 Jahre nach Kriegsende gibt es im Kosovo keine allgemeine Krankenversicherung. Komplexe Eingriffe wie Herzoperationen können überhaupt nicht durchgeführt werden. Der Familienvater Webi Jakubi bekommt einmal pro Woche Besuch von einem Arzt. Seine 9-jährige Tochter hat von Geburt an einen schweren Herzklappenfehler. Helfen kann nur eine Behandlung im Ausland. Wie Sie sehen, ist sie sehr blass und für ihr Alter ziemlich klein. Das ist durch die Krankheit bedingt. Sie wird auch ziemlich unruhig, aber sie darf sich nicht aufregen. Schon wenn sie Zahnschmerzen hat, machen wir uns Sorgen. Und wenn sie eine Grippe hat, denken wir immer an das Schlimmste. Obwohl der Vater als Polizist regelmäßig verdient, reicht das Gehalt nicht, um die rund 50.000 Euro teure Operation im Ausland zu bezahlen. Im schlimmsten Fall kann es zu einer Fehlfunktion des Herzens kommen, mit fatalen Folgen für das Kind. Wenn jetzt nicht bald eingegriffen wird, kann das schwerwiegende Folgen haben. Die Route der Flüchtlinge führt an die ungarische Grenze. Bis hierher können sich zumindest die Kosovaren frei bewegen. Bei Palic ist der Übergang besonders beliebt. Ein Europa ohne Zäune hat sich herumgesprochen, nicht nur bei Kosovo-Flüchtlingen. Woher kommen Sie? Aus Bangladesch. Da gibt's keine Arbeit, kein Geld und die politische Situation ist schlecht. Ob auch Kosovaren unter den Flüchtlingen sind, lässt sich nicht feststellen. Die Situation entwickelt sich dynamisch. Hinter den Büschen ist Ungarn und damit EU. Ein Grenzschutztrupp kommt zu Fuß und vor allem zu spät. Ein Schauspiel, das sich in der Grenzregion mehrmals täglich so abspielt und das schon seit Monaten. Was die Flüchtlinge zurücklassen, sind die zerrissenen Reste ihrer Identität. Ohne Pässe sind sie viel schwerer wieder abzuschieben. In den letzten 3 Monaten haben wir ca. 2600 Personen aus dem Kosovo gestellt, die hier versucht haben, über die Grenze zu gelangen. Und wie ist es im Moment? Das ist deutlich mehr als sonst. Aktuell ist die Zahl leicht zurückgegangen. Im Durchschnitt greifen wir hier täglich 80 Personen auf. Davon kommt die Hälfte aus dem Kosovo und Montenegro und die andere Hälfte ist anderer Herkunft. Jetzt sollen es die Deutschen richten. Seit letzter Woche unterstützen 20 Beamte der Bundespolizei die serbischen Grenzeinheiten. Also wir befinden uns jetzt hier auf der serbischen Seite. Wenn Sie jetzt hier vorne rechts sehen, die Waldgrenze ist die Grenze zu Ungarn. Hier gibt es durchaus natürliche Hindernisse. Wie Sie sehen, ist hier vorne entlang des Waldes führt ein Fluss entlang, der auch so tief ist, dass er bei diesen Witterungsverhältnissen nicht ohne weiteres zu überqueren ist. Rund um die Uhr versuchen die Beamten, den Flüchtlingsstrom zumindest einzudämmen. Eine gemeinsame Patrouille aus Deutschen und Serben bezieht Posten an einem beliebten Schleuserweg. Bis Ungarn sind es von hier noch wenige 100 Meter. Gleich der erste Wagen, der von den Polizisten angehalten wird, ist ein Volltreffer. Auf der Rückbank des serbischen Fahrzeuges 4 junge Männer mit Handgepäck. Pakistan? Pakistan. Okay.
Pakistan? Die Kontrolle dient auch der Eigensicherung. Was machen Sie jetzt? Schauen Sie. Wir besuchen. Als Kind hat Buja schon einige Jahre in Deutschland gelebt, musste dann aber wieder zurück. Seine kleine Familie konnte er im Kosovo nicht ernähren. Wenn du keine Arbeit hast, wenn du kein Sozial hast, wenn du kein Kinder hast, kein Kindergeld hast, dann ist das schwer zum Überleben. Wegen das, alle wir wollten in Europa kommen, um Arbeit zu finden, um ein besseres Leben zu haben. Mehr als 18.000 Menschen aus dem Kosovo sind dieses Jahr schon nach Deutschland geflüchtet. In Unterkünften wie diesen hoffen sie auf ein neues, besseres Leben. Die Hoffnungen werden aber weitestgehend nicht erfüllt werden. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge lehnt derzeit 99,7% der Anträge ab. Und es wird nicht dazu kommen, dass sie eine Berechtigung erhalten, hier bleiben zu dürfen. Bis zur Abschiebung dauert es, denn die Asylverfahren ziehen sich hin. Durchschnittliche Verweildauer eines Kosovo-Flüchtlings in Deutschland 12 Monate. Dass die Dinge in Deutschland oft anders sind, als sie scheinen, zeigt auch der nächste Film. Bei uns wachsen Gangster-Rapper nämlich nicht automatisch in sozialen Brennpunkten auf, sondern manchmal auch in Beamtenfamilien, so wie der Berliner.